gegangen und stellen aber leider fest, dass international die Gewalt gegen Schwule, Lesben und Transgender leider wieder zunimmt. Und noch bedenklicher ist, dass auch hier in Europa seit Jahren ein erneutes Aufflammen homophober und transphober Stimmungen festzustellen ist, wie bei uns zum Beispiel die sogenannten besorgten Eltern, die auch bei uns aktive französische Gruppierung Demo für alle, die gegen die Ehe für Lesben und Schwule kämpft, oder auch die Stimmungsmache gegen die Schulreform in Baden-Württemberg. Der von diesen Homophoben geäußerte Vorwurf, Lesben, Schwule und Transgender seien schädlich für die Entwicklung der Jugendlichen, ist zwar absurd, bedient aber leider das älteste und gefährlichste Klischee, nämlich das, dass Homo- und Transsexualität ansteckend sei und damit die Jugend gefährdet wird. Homo-Transsexualität ist natürlich genauso wenig ansteckend wie Heterosexualität auch. Ansteckend allein ist die Intoleranz. Aber eine Gesellschaft, die Angst davor hat, Kinder offen und frei denken zu erziehen, will sich nicht entwickeln, sondern will nur einsperren. Wir sind noch lange nicht in der gesellschaftlichen Normalität Deutschlands oder Münchens angekommen. Homo- und Transphobie nehmen zu und heute zeigen wir, dass wir das alles nicht mehr hinnehmen. Wir nehmen nicht mehr hin, dass manche Politiker glauben, sich aufwerten zu müssen, indem sie uns abwerten. Wir nehmen nicht mehr hin, dass Eltern ihre Kinder davon abhalten wollen, denkende und selbstbewusste Wesen zu werden. Wir nehmen nicht mehr hin, dass die Einfalt gefördert und die Vielfalt bekämpft wird. Wir nehmen nicht mehr hin, dass wir uns unsichtbar machen wollen, nur weil die Welt dann für die Homophoben einfacher wird. Wir nehmen nicht mehr hin, dass sich jetzt zunehmend Heterosexuelle als verfolgte Minderheit geben, nur weil wir auf unsere Grundrechte pochen. Wir nehmen nicht mehr hin, dass dies alles dazu führt, dass Lesben, Schwule und Transgender hier in diesem Viertel immer wieder Gewalt und Anfeindungen ausgesetzt sind. Und wir nehmen hoffentlich nicht mehr hin, dass viele von uns sich davon beeinflussen ließen und lassen und kein gutes und selbstbewusstes Bild von ihrem eigenen Schwul-, Lesbisch- oder Transsein haben. Wir wollen stattdessen hier und heute die Kraft der Vielfalt feiern und der Homo- und Transphobie die rote Karte zeigen. Und dies soll mit der heutigen Demo geschehen, die ernst ist, aber Spaß machen soll. Wir wollen uns zeigen, so wie wir sind. Lesbisch, schwul, transgender, liebevoll, sichtbar und mitten in der Gesellschaft. Ich wünsche uns allen eine wunderbare Demo, die der Homo- und Transphobie ein Stück bunte Realität entgegengesetzt, und wünsche uns alle eine wunderbare Nacht. Vielen Dank. Vereine, Vereinigung hier in München. Hallo und besser? Hallo und erstmal im Namen aller Transvereinigungen hier in München vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. An diesem Wochenende findet hier in München die Transtagung statt, und das T in LGBT steht für uns Transmenschen, und mit dem T in Eiderhort sind wir heute hier mit vielen lesbischen, bisexuellen und schwulen Menschen vereint. Wer sind wir Transmenschen denn? Es gibt nicht die Transmenschen und es gibt auch nicht den Transweg, sondern eine große Vielfalt von Menschen und eine große Vielfalt von Lebensentwürfen, die zumindest nicht auf Anhieb in die vorgefertigten Kategorien Mann und Frau passen. Manche Transmenschen fühlen sich durchaus wohl in der Kategorie Mann oder Frau, sobald die Außenwahrnehmung mit dem Selbstbild übereinstimmt. Da fällt mir der eine oder andere Transmann ein, dessen Männlichkeit für eine ganze Fußballmannschaft reichen würde. Andere leben quer zu den Geschlechtergrenzen, auch wenn das manchmal sehr, sehr anstrengend sein kann. Kennst du einen Transmenschen? Dann kennst du halt einen. Und der oder die nächste kann schon ganz, ganz anders sein. Es kann auch keine Trans-Szene geben, wie es eine schwule Community oder eine lesbische Community gibt, denn uns Transmenschen eint nicht ein gemeinsames Begehren. Viele von uns sind auch schon ganz selbstverständlicher Teil der schwulen oder lesbischen Community, oftmals ohne, dass das Transsein bekannt wäre oder erkennbar wäre. Manche Transmenschen sollen auch hetero sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich das gut überlegt haben, als sie sich dazu entschlossen haben. Bei der Transtagung hier in München gibt es 3 Tage lang Workshops, Vorträge und andere Veranstaltungen. Sie ist ein Ort des Austauschs, des Kennenlernens und der Selbstreflexion. Wenn ich jetzt das Wort Coming Out sage, erinnern sich bestimmt viele von euch an ihre ersten Begegnungen,
vielleicht in einer Junglesbengruppe oder in einer schwulen Ausgehgruppe. Vielleicht war es sogar hier im Letra oder im Sub. Genauso aufwühlend, ermutigend und manchmal tränenreich geht es auch auf der Trans-Tagung zu. Und in vielen Transbiografien gibt es nicht nur ein Coming-out. Die Trans-Tagung München ist offen für alle Menschen, die sich für ein Leben jenseits der Geschlechtergrenzen interessieren. Und jedes Jahr werden es mehr, die kommen. Sie kommen inzwischen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Viele kommen jedes Jahr immer wieder. Und nächstes Jahr feiert die Trans-Tagung München ihr 10-jähriges Jubiläum. Jedes Jahr, wenn Menschen auf eine Trans-Tagung gehen, gehen diese Menschen einen Schritt auf ihr Inneres zu. Gehen einen Schritt in Richtung wertschätzender Umgang mit sich selbst, aber auch mit ihrer Umwelt. Genauso wie wir heute hier. Für einen menschenfreundlicheren Umgang miteinander, mit mehr Akzeptanz für unterschiedliche Lebensweisen, für uns alle. In diesem Sinne, vielen Dank und schönes Wochenende. Hallo an alle. Ich bin etwas unverhofft zu dieser Rede gekommen, von daher halte ich sie möglichst kurz. Ich würde gerne einfach noch ein paar abschließende Worte sagen. Mich sehr auch auf Christopher beziehen. Ich gebe ihm recht, es gibt viele besorgniserregende Entwicklungen in Deutschland, vor allem die Eltern und die AfD, möchte ich hier nennen. Trotzdem, noch lauter, auch wenn es Teile der Gesellschaft gibt, die um ihre angestammten Privilegien fürchten und Angst haben, ihr kleines schubladenförmiges Weltbild zu verlieren und dafür andere verantwortlich machen wollen, trotzdem geht es uns relativ gesehen gut. Das heißt, wir haben Rechte in Deutschland, um die uns andere Lesben, Schwulen und Transgender in anderen Ländern einfach beneiden. Und dies würde ich gern als Anlass nehmen, um auf die Situation in anderen Ländern hinzuweisen, zum Beispiel in Uganda, wo vor 2 Jahren der Aktivist David Kato erschlagen wurde, nachdem eine Zeitung zuvor sein Bild und seine Adresse veröffentlicht hatte, mit der Aufforderung, ihn zu erhängen. Er ist dann eben erschlagen worden. Das hatte auch keine Konsequenzen. Oder wir müssen gar nicht so weit gehen wie Uganda. Wir können auch nach Russland gehen oder in die Ukraine, wo inzwischen der Traum von der Demokratie eigentlich ziemlich gestrandet ist und die Wirtschaft am Abgrund steht. Und auch dafür können wir als Sündenböcke gut herhalten. Ich würde sagen, wir können wunderbar lernen von der AfD. Wir können nämlich lernen, wie wir nicht werden wollen, engstirnig und sehr beschränkt in unserem Weltbild. Okay, das war's. Danke. Und angeführt werden wir von der Münchner Ruhestörung. Das heißt, die gehen vor und trommeln. Und wir gehen auf der rechten Seite hinterher. Dann haben wir ein paar Leute, die Ordner sind. Und die sind hauptsächlich auf der linken Seite und gucken, dass ihr alle schön rechts geht. Und auf die bitte hören. Genau. In dem Sinne, ja, vielen Dank, dass ihr da seid.